Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Wir haben mittlerweile Fenmon gründlich erkundet, inklusive dem Orderpalast und dem Laforte-Forschungszentrum. Ha! Bisschen schade, dass ich hier jetzt langsam mal weg muss, weil ich könnte mich hier gerne noch ein bisschen länger aufhalten, aber vielleicht habe ich ja Glück, dass später noch ein paar Charakterquests oder so hier sind. Deswegen ab und zu komme ich hier mit Sicherheit noch vorbei. Apropos, wir wollen uns heute der ersten Charakterquest vom Musée widmen. Sie ist bekanntlich nicht mein liebster Charakter. Was allerdings auch damit zusammenhängt, dass ich eben Xillia 1 kenne und sie da so ein paar Momentchen hatte, die wirklich arg gruselig waren. Ich glaube, wenn du nur Xillia 2 kennst, wäre sie wahrscheinlich auch nicht mein Fall, aber es wäre nicht ganz so schlimm, vermutlich. Aber ich fand das sehr interessant. Es gab viele Leute, die in den Kommentaren geschrieben haben, ja, ich kann Jose auch überhaupt nicht leiden. Es gab aber auch einige, die meinten, eigentlich finde ich sie ziemlich cool, weil sie einfach doch ein sehr besonderer Charakter ist und von der Art und Weise, wie sie geschrieben ist, einfach sehr spannend und weil sie eben auch eine Charakterentwicklung durchläuft. Das kann ich voll verstehen, also, ne? Aber ja, ich bin ja nicht der größte Fan von ihr. Wobei, mit ihr zusammen verbunden ist es eigentlich immer sehr praktisch mit diesen Teleportationsschritten. Ich habe keine Ahnung mehr, was in ihren Charakterquests vorkommt, ist die Sache. Ich erinnere mich an eine und die war unglaublich creepy, aber ich weiß nicht, welche das war. Kann auch sein, dass die erst ganz zum Schluss kommt oder so. Kann auch sein, dass es die erste ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, wir lassen uns einfach mal gemeinsam überraschen. Ich weiß allerdings, dass irgendwann tatsächlich mal zwei Charakterquests von ihr kurz ineinander kommen. Heißt quasi in einer Pause, in Anführungszeichen, kann man gleich zwei Stück von ihr machen, weil sie ja nun mal auch so ein bisschen aufholen muss, genau wie Gaius. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man die nicht verpasst. Gut, dann schauen wir doch mal. Wie schlimm kann es schon werden? Musée, Kapitel 1. Das Geisterradio. Why, whatever would you want to talk to me about, Luger? Bist du schon früher mit Jude und den anderen unterwegs gewesen? Ich dachte nur gerade, wie süß du aussiehst. Sagen wir mal so, die linke Antwortmöglichkeit ist eigentlich sehr überflüssig. Ich habe die damals garantiert genommen, weil ich rechts nicht nehmen wollte. Weil wir wissen doch, dass sie früher auch mal mit Jude zumindest zu tun hatte. Und ich denke, so mittlerweile werden die mit Sicherheit mal drüber gesprochen haben, wie das alles so abgelaufen ist. Problem ist, ich muss halt immer noch Pluspunkte bei ihr sammeln. Und ich habe nicht so viele Tränke, deswegen muss ich... Ah! Schmerzhaft. I was just thinking about how cute you looked. Do you wish to tether with me? Oh my, what's a girl to do? I don't like this lady. Old enough to get jealous, are we? What if I let you tether with me as well? I've never tethered with two people at once before. Sounds like fun. You're adorable. Enough with your teasing. Oh, Gaius, is something the matter? There is one thing I need to know. How did you return to the human realm? I don't know. How did you? The power to cut through space-time. I lost the blade, but its power was mine to begin with. If it's just me alone, I can still transport myself between the spirit and human realms. Hey, Luger! Balin! Hello again, little lady. Still as little as ever, I see. Kids don't just grow up overnight. I thought scientists were supposed to be smart. Oh, not as smart as you, obviously. I'm just on my way back from the Laforte Research Center. One of the fellas there is researching communication between humans and spirits. You should go help him out if you get a chance. You're a spirit, right? Me? If his research pans out, humans and spirits would be able to communicate from their respective realms. I bet our buddy Jude would be pretty happy about that. Yes. Yes, indeed. Oh, mesmerized by my beauty, are you? Very well. I'll help out. Really? Oh, that's great news. You're kind of intimidating, so I was afraid to ask. But now I'm glad I did. Go talk to Nigel at the Laforte Research Center. He'll get everything set up. Good luck. Well then, let's go see this Nigel. Oh? His research interests me.
Then to the Laforte Research Center we go. Come along, everyone. Dann wollen wir doch mal. Muse possesses the power to travel across space-time. She may well be the only spirit capable of crossing between human and spirit realms at will. Hey, guess what? I shed my wings and grow a new set every season. But don't tell anyone else, okay? I'm serious. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt am verstörendsten fand. Den Titel, den ich gewonnen habe, falls ihr drauf geachtet habt. Oder diese kleine Information, dass ihre Flügel abfallen und nachwachsen. Ich meine, okay, warum nicht oder so? Aber das fand ich sehr interessant, weil ich meine, klar, wenn es wirklich eine Möglichkeit gibt, dass Menschen und Geister besser kommunizieren können, dann wäre das natürlich schon super. Und ich muss sagen, wie gesagt, es gibt einige Gründe, warum ihr Muse ein bisschen suspekt ist. Ach da. Okay. Aber sie ist ziemlich gut da drin, nette, sarkastische Anmerkungen zu machen, finde ich persönlich. Also es ist manchmal ganz witzig, so mit anzusehen, was sie für kecke Sprüche raushaut. Also das finde ich dann wiederum eigentlich ganz cool, aber auch ein bisschen gruselig. Die Sache ist, ich erinnere mich an diese Thematik mit diesem, mit dieser Kommunikation zwischen Menschen und Geistern. Und ich erinnere mich, dass es da einen Punkt gab, der mich richtig hart verstört hat damals. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es wirklich im Rahmen dieser Charakterquest hier ist. Oder ob sich das quasi wieder über mehrere zieht, was ja des Öfteren schon der Fall war. Siehe Jutes Experimente zum Beispiel. Keine Ahnung, also kann sein, dass wir Glück haben und wir bleiben noch verschont. Wenn ich kann, warne ich euch vor. Aber da ich das nicht alles auswendig kann, kann auch sein, dass ich den richtigen Moment dafür verpasse. Jetzt fragen sich mit Sicherheit alle, hä, was ist, Svenja, was hast du für Probleme? Ich habe große Probleme mit Muse. Definitiv. Aber gut, dass wir uns hier schon umgesehen haben, dann können wir mal eben schnell durchlatschen. Und ich glaube ganz ehrlich, Muse und Gaius kann man halt auch irgendwie ziemlich gut schippen. Also, ich weiß nicht, er ist ihr so nicht abgeneigt, also er kann, glaube ich, schon ganz gut mit ihr umgehen. Und Muse scheint ihn ja auch zu mögen. Aber, gehen wir erstmal hier rein und gucken, was es damit auf sich hat. Du müsstest da Nigel sein. Was übrigens auch aufgefallen ist, sie sprechen das gar nicht Laforte-Forschungszentrum aus. Ich glaube, sie haben das so ein bisschen mit I am Ende ausgesprochen. Das fand ich ganz interessant in der Synchro. Aber ich habe mir das jetzt so angewöhnt, also behalte ich das auch so bei. Huh? Who are you? Pardon me. Where might I find Dr. Nigel? I'm not sure if I'm allowed to share that information. Maybe I could persuade you. And, you know, I'm kind of in the middle of researching spirits myself. Well, if you tell me what I want to know, I'll let you research me as long as you want. Huh? Hey, Luger! I can't see! What's wrong? Not interested in a spirit's physical form? Ja, nein, vielleicht. Moment mal, was machst du denn da, Muse? Muse ist so verflixt seltsam. Das stimmt. Wait, what are you doing, Muse? Which part of me would you like to research? Let's start here. You humans are so naughty. It seems Dr. Nigel has gone to Arkland Quag to perform some field work. Does Muse's behavior surprise you? Das ging irgendwie in eine Richtung, die mir nicht ganz so gut gefallen hat. Oder diese Musik dazu, ne? Ich werde einfach nicht ganz schlau aus ihr, war sie schon immer so. I can't quite figure her out. She has never worn her true intentions on her sleeve. Spend enough time with her, however, and you'll find she has a surprisingly gentle heart. Okay. Also, wie gesagt, ich finde Muse schon unterhaltsam. Also, von daher gesehen, sie bringt wirklich Unterhaltungsfaktor in unsere Gruppe mit rein. Kann mich auch einfach porten, prinzipiell. Das finde ich schon cool, aber es macht mir gleichzeitig wirklich Angst. Ja gut, eigentlich wollte ich den Sumpf ja noch gar nicht erforschen, aber da bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Auf der einen Seite von Fenmont ist ja die Barnauer Höhenstraße, die führt einmal bis Fort Gandala, also bis zu der anderen Seite. Wir kamen ja nicht durch wegen Renovierungsarbeiten. Und der Arklum-Sumpf führt, glaube ich, zum Feasible Moor, was ja auch wieder eine Sackgasse ist. Gaius Museum, ja gut, Schut kann gerne mitkommen. Muss ich mich hier noch viel umsehen? Ich glaube tatsächlich, wir kommen nicht drum rum, uns das Gebiet jetzt nochmal ein bisschen gründlicher anzusehen. Hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, aber ich meine, ist schon schön, ne? Und kann man auch mal machen. Gerade weil wir vielleicht auch noch ein bisschen leveln können. Meine Katze ist wieder da. Ein paar Aliumkugeln, die habe ich nämlich nach den Erkundungen mit Jan auch wieder neu verteilt. Da können wir nämlich noch einiges lernen. Plus, wir können auch Pluspunkte mit Musée sammeln. Oh, die sind sogar recht hoch vom Level her. Dementsprechend, das nehme ich auch ganz gerne. Ah, Musée war ja mit Pistolen, ne? Genau. Fast. Ja, jetzt. Au. Es war voll ins Gesicht geschlagen. Okay. Dann eben so. Also, ich habe gar nichts dagegen, mit Musée verbunden zu sein, weil ich finde einfach ihre Partnerfähigkeit sehr, sehr praktisch. Einfach dieses, zack, ziemlich weit zurück. Also, ich glaube schon, dass das manchmal echt cool sein kann. Nur, ich kämpfe nicht so gerne mit Pistolen und bei allem anderen habe ich, ach da bin ich, nicht so die geilsten Arts mit ihr. Das ist ein bisschen deprimierend. Aber wir leveln gut. Und wir haben auch den Pudding gegessen. So. Aber gut, dann können wir uns hier auch so ein kleines bisschen umschauen. Nur wie gesagt, ich muss zwischenzeitlich dann mal gucken. Nice. Ob noch eine zweite Quest mit Musée verfügbar ist. Dann darfst du in den Orderpalast. Habe ich noch? Ich habe Gummifischlies für dich. Zack. Haben wir das auch. Prinzipiell hatte ich ja gesagt, dass ich jetzt ganz gerne in dieser kleinen Pause ein bisschen mit Jan erkunden wollte. Das haben wir ja auch gemacht. Wir haben jetzt nicht so extrem viel erkundet, aber ich fand, das, was wir erkundet haben, war auf jeden Fall schon sehr praktisch, dass wir endlich mal die Xylenwälder gemacht haben, die ja schon seit Ewigkeiten offen standen und wo wir auch schon ein paar Mal durchgerannt sind. Dass wir die Lavaröhren endlich mal vernünftig erkundet haben und eben auch die Eishöhle im Gegenzug dazu. Plus halt Lavarikessel und königliche Jagdgründe, die halt auch schon seit Ewigkeiten offen standen. Das sind ja irgendwie auch so, ich sag mal, Sackgassen gewesen. Oh, Grenzüberschreitung sehe ich da gerade. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was die beiden für ein verbundenes Mystic Art haben. Da bin ich ja schon mal neugierig. Oh, die waren zu schnell tot. Aber es kann nur verstörend sein. Nee, also ich finde, mit Jan haben wir wirklich ein paar gute Sachen erkundet, die jetzt endlich mal so von der Liste weg sind. Weil gerade so Labari-Kessel und so, das waren ja Dinge, da sind wir ja schon eigentlich lange dran vorbeigelatscht, weil wir ja auch in Chandu schon waren und so. Das heißt, die hätte man eigentlich schon lange, lange machen können. Aber ich will ja auch nicht immer so viel auf einmal machen. Deswegen finde ich, wir haben guten Fortschritt gemacht. Und vor allem das mit den Elite-Monstern. Ich muss ganz ehrlich sagen, die hätte ich, glaube ich, nie alleine geschafft. Also eventuell auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber, au. Könnt ihr mal bitte aufhören, mir hier weh zu tun? Ich bin irgendwie halb am Sterben gerade. Aber ich glaube, Jude ist schon da, um mir zu helfen. Gut, ich habe jetzt natürlich auch keinen Heiler dabei. Also, ich habe schon Heiler dabei. Musée und Jude können auch beide heilen. Aber ich habe Leia und Elise nicht dabei. Das wollte ich eigentlich sagen. Und ich kann mit den Pistolen auch bekanntlich nicht so gut. Aber das wird schon. Ich könnte auch einfach mit den Schwertern kämpfen und dann auf die Pistolen wechseln, wenn ich verbundene Arts machen möchte. Das ginge natürlich auch. Das wäre klug. Definitiv. Nee, also Jude und Musée heilen auch. Aber ich denke auch nicht, dass wir jetzt irgendwelche harten Bosskämpfe haben. Also, bei den Elite-Monstern bin ich halt echt froh, dass wir da jetzt einige platt machen konnten mit Jan zusammen. Gerade halt Sienna Bronk und das Ding im Labari-Kessel, die waren halt super nervig. Ich weiß gar nicht, ob hier auch prinzipiell Katzen sind. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf die... ich habe gar nicht auf die Tafel geguckt, fällt mir gerade ein. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Wenn ich jetzt hier schon so ein bisschen erkunde. Es wäre schlau gewesen, aber irgendwie war ich nicht schlau. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wo die Tafel ist. Wahrscheinlich ist da jetzt sowieso keine Katze und ich porte mich gerade vollkommen umsonst zurück. Aber auf die Gefahr hin, ne? Dass da vielleicht doch eine ist, machen wir das mal eben. Da bist du. Der Sumpf. Tundra, Tundra, Wald, Mine. Da ist die Höhenstraße, Feasible Moor. Da! Meine Katze Carolina. Aus einer großen Pfütze trinken sehen. Okay.
Und dann bitte einmal da wieder hin. So. Entschuldigung. Aus einer großen Pfütze. Es ist halt auch so ein bisschen gemein, dass die nicht spawnen, so, ne, wenn man den Auftrag nicht angenommen hat. Das heißt, wir müssen jetzt bei jeder Pfütze mal eine kleine Runde drehen. So, da in der Ecke war ich. Aber ich höre auch kein Miauen. Ah, und Fenmod im Hintergrund. Ja, so auf jeden Fall, wir haben viel geschafft, das wollte ich eigentlich sagen. Wir hatten ja auch, Westcharakter-Quest, Jude, ne? Genau, in Chandu. Die haben wir ja auch gemacht. Die war aber jetzt natürlich auch nicht so umfangreich und jetzt eben die vom Musée, die dauert scheinbar auch ein bisschen länger, weil ich mich hier halt auch etwas gründlicher umsehe. Aber wenn man hier eh schon einmal unterwegs ist, klar, ich könnte hier auch durchrennen mit den Lavaröhren, aber den Lavaröhren war halt irgendwie das Problem, dass du ja mehr als ein Gebiet hattest und hier ist es ja nur das eine, da kann man das auch gleich mal mitnehmen. Und dann machen wir mit der Story auf jeden Fall weiter und ich kann euch schon mal sagen, das nächste Kapitel wird geil. Also das nächste Kapitel ist wieder so eins, das hat einiges an Input. Wobei es eigentlich fast immer so ist, ne? Also alles, was mit den Fractured Dimensions oder generell der Hauptgeschichte zusammentut, hat schon immer ziemlich viel Input. Aber ich finde, das nächste Kapitel ist schon wieder besonders wichtig. Das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und wenn wir das dann fertig haben, dann würde ich eigentlich ganz gerne, weil ich nämlich auch weiß, was danach für ein Kapitel kommt, dann würde ich nämlich ganz gerne erstmal alles erkunden, was noch offen steht. Bedeutet, alle Gebiete, die wir jetzt noch nicht gemacht haben, die jetzt schon ein bisschen länger rumdümpeln und die auch noch ein bisschen neuer sind, die möchte ich dann ganz gerne alle erkunden, weil ich meine, wir haben mittlerweile auch alle freigeschaltet. Plus noch einige Aufträge erledigen, die ich machen kann. Plus alle Elite-Monster, die zur Verfügung stehen mit Jan klatschen. Dass wir das halt wirklich alles dann weg haben und wir uns voll und ganz auf das konzentrieren können, was vor uns steht. Kann also dementsprechend auch sein, dass wir gegebenenfalls mal ein bisschen länger erkunden wieder. Aber das ist ja okay. Also ich habe noch nie erlebt eigentlich, dass irgendwer sich darüber beschwert hat. Das Lustige ist, die Leute beschweren sich nicht darüber, dass ich erkunde. Die Leute beschweren sich eher darüber, dass ich mich rechtfertige, dass ich erkunde. Das war schön. Also ihr müsst ihr gerade schon geil, das muss man ihr lassen. Nee, also ich bin einfach so ein Mensch, ich bin immer der Meinung, wenn ich denke, ich mache das Richtige und ich mache das, wie ich es möchte und auf meine Art und bin damit glücklich, dann ist das auch okay, so, dann muss ich mich dafür auch nicht rechtfertigen. Und wenn ich jedes Gebiet in diesem Spiel 5-mal erkunden möchte, warum auch immer ich das tun sollte, und der Meinung bin, dass das cool ist, dann ist das halt so und dann muss ich mich dafür auch nicht irgendwie rechtfertigen, weil ich ja letztendlich selbst entscheiden kann, was ich machen möchte und was nicht, ne? So, das ist so meine Ansicht. Allerdings, ebenfalls ich, rechtfertigt sich für jeden kleinen Scheiß. Also, es ist vor allem noch nicht mal Absicht von mir so richtig. Also ist jetzt nicht meine Intention, mich jedes Mal zu rechtfertigen, warum ich jetzt ein Gebiet erkunde. Es kommt irgendwie einfach so, was tatsächlich nicht damit zusammenhängt, dass ich das Gefühl habe, irgendwas falsch zu machen oder euch zu verärgern. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, höchstwahrscheinlich. Ich bin generell jemand, der sehr viel redet. Also in den Parts zumindest. So im echten Leben eigentlich gar nicht so. So, hier war kein Kätzchen. Okay. Also ich rede generell wie ein Wasserfall in meinen Parts und ich habe auch mal das Bedürfnis, alles sehr, sehr gründlich zu erklären. Also abgesehen davon, dass ich ja gerne auch über Theorien und so rede, bin ich halt auch echt so ein Mensch, wenn jetzt irgendwas passiert ist, ne? Irgendwas wurde grob erklärt. Nehmen wir mal den Geisterkreislauf als Beispiel. Und ich habe dann das Bedürfnis, das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und noch ein bisschen was zu ergänzen und so. Dann muss ich das aber auch immer 30 Mal machen, weil es könnte ja irgendwer nicht verstanden haben. Es ist manchmal selbst etwas anstrengend für mich, aber ich weiß nicht, ich muss immer alles sehr, sehr gründlich erklären. Und auch wenn ich irgendwelche Infovideos mache, Ankündigungen oder so, ich brauche immer sehr viel länger dafür als Jan zum Beispiel, weil der sich echt kurz halten kann. Ich kann mich nicht kurz fassen. Wir müssen echt bis zum Ende latschen, okay. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist in mir einfach so verankert. Ich kann mich nicht kurz fassen. Sei es jetzt, wie gesagt, irgendwie über irgendein Thema reden, was erklären, Ankündigungen machen. Es war auch in der Schule schon so, wenn ich irgendwie eine Klassenarbeit geschrieben habe. Ich habe immer sehr, sehr viel geschrieben, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das auch angebracht war. Also ich bin einfach jemand, ich kann mich nicht kurz fassen. Und ich glaube, damit hängt das dann auch ganz stark zusammen,
dass ich halt immer mich für sowas rechtfertige, wofür ich mich gar nicht rechtfertigen muss, oder dass ich auch viele Dinge, glaube ich, doppelt erzähle. Also, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, über irgendwas rede in Part 5 und dann in Part 20 nochmal und Leute sich dann denken, Svenja, das hast du schon erzählt, kannst du dich bitte nicht immer wiederholen? Und ich denke mir so, es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Also, schon, aber, ne? Also, ich kann sowas auch nicht abschalten. Deswegen, es tut mir leid, wenn euch das manchmal etwas nervt, wenn ich Dinge doppelt und dreifach erzähle oder wenn ich mich für Dinge rechtfertige, für die ich mich schon 18 Mal gerechtfertigt habe. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, weil ich das Gefühl habe, ich müsste unbedingt, aber es ist in mir einfach so verankert. Da muss man einfach mit leben. Genau wie die Tatsache, dass ich eben langsamer spiele als manch anderer vielleicht. Das ist irgendwie einfach so. Und wenn euch das extrem stört, dann müsst ihr mir das ja nicht... Nee, umgekehrt, dann müsst ihr das Projekt nicht gucken, so. Ihr müsst es mir auch nicht bei jeder Gelegenheit schreiben, das auch nicht, aber... Was willst du von mir? Oh, Luga! Oops, now I feel guilty. Oder so. Also ja, so bin ich einfach. So, hier ist auch noch eine riesige Pfütze. Hier könnte wie viele Schuppen hier rumliegen. Hier könnte potenziell auch ein Kätzchen sein. Da müssen wir gleich mal rumlaufen. Und da ist noch ein Loch. Also ihr seht auch, ich erkunde jetzt nicht so extrem gründlich wie sonst, aber ich nehme schon einiges mit. Weil ich glaube, ganz ehrlich, in Xillia 1 habe ich es echt so gehandhabt, dass ich wirklich jeden Gegner mitgenommen habe und wirklich sehr, sehr gründlich war. In Xillia 2 ist es halt so, du hast halt nochmal so viel mehr Gebiete, dass ich mir einfach denke, ich glaube, es ist auch in Ordnung, da durchzulaufen und jeden zweiten Gegner mitzunehmen. Ich denke, das kann man ruhig auch machen. Ich glaube, das schadet nicht. Oh, das war keine schöne Kombination. Ihr müsst den Ah, das ist so praktisch, um das Feld aufzuräumen. Ja, das passt. Und ich meine, so ist ihre Charakterquest, dann kann sie auch mal ein bisschen Event Horizon spammen. Hat sie ja auch im Endbosskampf in Xillia 1 gerne gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch mein Xillia 1 Let's Play gesehen hat und das mitbekommen hat, aber dieser letzte Part ist irgendwie einfach legendär. Weil zum einen habe ich den auf gemäßigt gemacht, ich habe da prinzipiell auf normal gespielt, aber so ein paar Kämpfe habe ich halt auf gemäßigt gemacht, weil ich eben einfach gucken wollte, wie das so ist. Und weil ich auch das Gefühl hatte, dass manche Bosskämpfe auf normal mir schon zu einfach waren. Und ich habe dann unter anderem die Kämpfe vorm Endboss und den Endboss halt auf gemäßigt gemacht. Und das hat, glaube ich, auch irgendwie 40 Minuten gedauert oder so. Ist halt ein Endbosskampf, ne? Und gerade wenn du halt zwei Bosse hast, das ist halt schon ein bisschen anstrengend. Und ja, ich habe ein paar Mystic Arts abbekommen. Also, dass man von Gegnern Mystic Arts abbekommt, finde ich gut. Also ich finde, das ist ein gutes Gameplay-Element, dass man nicht nur selber Mystic Arts einsetzen kann. Das auf jeden Fall. Aber wenn man natürlich... Also ich habe wirklich... Der Kampf ging, wie gesagt, knapp 40 Minuten und ich habe irgendwie 30 Mystic Arts abbekommen und das ist noch nicht mal gelogen. Ich weiß die genaue Zahl nicht. Ist da die Katze eventuell? Da habe ich was gesehen, aber da gehe ich gleich hin. Also ich habe so viel, Entschuldigung, Bullshit abbekommen in diesem Kampf. Es war schon etwas anstrengend, ehrlich gesagt. Ich meine, Musée hat sich noch zurückgehalten im Gegensatz zu Gaius, aber ja... Ich meine, ich mag Gaius' Mystic Art und ich mag sein Mystic Art besonders im Final Boss Kampf, weil er sein besonderes Outfit anhat, sag ich mal. Das ist schon ganz schick, auf jeden Fall. Aber, das war ein bisschen zu oft. Bin mal gespannt, wie das in diesem Endboss Kampf wird. Prinzipiell gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, wer potenziell der Endboss sein könnte, Stand der Dinge. Oh, sehr schön. Also ich weiß nicht, damals habe ich mir halt auch überlegt, wer könnte so der Endboss sein und so. Dream Team aus Mensch und Geist. Und ich sag mal, klar gab es da einige Möglichkeiten. Das könnte natürlich Origin sein oder Kronos, der ja letztendlich die ganzen Fractured Dimensions erschafft, sag ich mal. Oder irgendwen, den wir noch gar nicht gesehen haben. Ah ja, sehr schön. Haben wir dich auch. Dann müssen wir da nicht mehr nachsuchen. Also, nur ich sag mal, so Kronos und Origin war nicht so abwegig, fand ich. Gerade weil Kronos ja diese ganzen Fractured... Ich komme da nicht dran. Dimensions erschafft und Origin da so ein bisschen mit drin hängt und so. Und das wäre natürlich auch super interessant, wenn wirklich so ein mächtiger Geist dann der Endboss wäre. Ob stimmt oder nicht, sage ich natürlich nicht. Das habe ich nur damals so gedacht.
Gerade ja, weil auch unsere Mila zwischen den Dimensionen gelandet ist, dank Kronos und so, ne? Also das war für mich so das eine, was möglich gewesen wäre, dass da vielleicht irgendwie was mit zusammenhängt. Alternativ habe ich mir gedacht, könnte es natürlich auch irgendwie mit der Spirius AG zusammenhängen, weil die ja auch nicht so ganz koscher sind, sei es jetzt Beasley oder Rideau oder vielleicht auch Julius, ne? Also das war schon so, weiß nicht. Oder es ist halt wirklich irgendwer, den wir noch gar nicht kennen. Und dann ist es doch nicht ja was Interessantes. Es ist immer super spannend, finde ich, da so ein bisschen zu spekulieren. Manchmal ist es halt auch offensichtlich. Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Genau wie in Xillia 1. Da habe ich auch lange Zeit natürlich nicht gewusst, wer das ist, weil wer kommt denn drauf, dass es dann Gaius und Musée sind, ne? Also erst so im letzten Drittel oder so oder im letzten Viertel wurde das dann wirklich ein bisschen deutlicher. Manchmal ist es halt echt offensichtlich und manchmal ist es sehr überraschend. Aber ich finde, das ist beides nicht unbedingt schlecht. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie es verkauft wird. War meine Katze jetzt eigentlich wieder da? Oh, du hast noch eine andere Katze mitgebracht. Sehr schön. So, dann haben wir den mittleren Teil hier, glaube ich, auch fertig. Da müsste der Forscher ja eigentlich ganz am Ende sein. Und dann haben wir das Gebiet tatsächlich auch direkt erkundet. Dann haben wir noch die Barnauer Höhenstraße auf der anderen Seite von Fenmont und das Festival Moor. Die muss ich auch noch auf meine Liste schreiben, die stehen noch nicht drauf. Aber ja, warum nicht, ne? Wir können ja auch mal ein bisschen mehr Zeit in die Charakterquests stecken. Ja. Elle ist manchmal schon ganz niedlich. Aber nur manchmal. So, und hier ist dann das hintere Gebiet, denke ich mal. Nordwestlicher Bereich. Da. Und da ist auch schon das Festival Moor. Joa. Dann würde ich mal sagen, ich bin mal ganz keck. Ich latsche aber bis hinten durch, weil da der Speicherpunkt ist. Vermutlich da, wo es bergauf geht. Dann würde ich sagen, im nächsten Part erkunden wir noch dieses letzte Gebiet hier. Da ist ja auch noch so ein bisschen was. Wir müssen ja nicht gegen jeden Gegner kämpfen, aber halt so ein bisschen was mitnehmen auf jeden Fall. Dann gucken wir, was der Forscher von uns möchte. Beziehungsweise eigentlich wollen wir ja so ein bisschen was von ihm, weil wir ihm helfen wollen. Und ich denke, dann können wir die Charakterquest vom Musée bestimmt auch abschließen. Will ich schon mal kurz reinlatschen, dann kann ich mich da nämlich hinporten. Wobei ich glaube, viel wird hier nicht sein, aber dann haben wir den Teleportpunkt schon mal. Genau, dann machen wir das Gebiet, die Charakterquest und dann mal schauen. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall einen Part ganz gut füllen. Und dann machen wir mit dem nächsten Kapitel weiter. Klingt gut? Klingt gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.